eine kleine Osterdeko für uns gezaubert. Ein Osterstrauß muss jeder stehen haben, sage ich immer. Und deswegen haben wir uns noch mal schnell ein paar Eierchen gemacht. Und wie das geht, zeigen wir euch. Bleibt dran. Um unsere Ostereier zu gestalten, habe ich mir dieses Mal wieder solche Blätter ausgesucht, damit die zu meinem großen Ei passen, was ich schon mal gezeigt hatte. Dann gehe ich wieder mit so einer Modelliermasse dabei und fülle diese Blätter aus. Das geht ja immer ganz schnell zu machen. Ich habe hier Creal Duen 3, die trocknet relativ schnell, ist leicht zu verarbeiten. Also einmal rein in die Form. Ich habe mir jetzt hier so eine kleineren Blätter ausgesucht, weil ich ja auch ganz kleine Eier habe. Und dann hat man ruckizucki so ein Blatt fertig. Und davon mache ich erstmal ein paar. Von diesen Blütenblättern, oder sind ja nur Blätter, sind ja keine Blütenblätter, macht ihr euch dann einen ganzen Haufen. Ich habe jetzt hier schon mal ein paar vorbereitet. Und dann gehe ich immer so vor, dass ich gleich erstmal Kleber drauf mache, bevor ich anfange, mir die auf das Ei draufzusetzen. Mache ich auf jedes Blatt einen Klecks Kleber, damit ich nicht immer wieder neu den Kleber in die Hand nehmen muss und anfangen muss. Irgendwann wird man dann erfinderisch und sagt sich, nee, ein bisschen Arbeit sparen. Dann kommt erstmal überall ein Klecks Kleber drauf. Und dann fangt ihr langsam an, die Blätter an das Ei ranzusetzen. Ihr könnt euch jetzt dabei entscheiden, möchtet ihr das ganze Ei voll machen? Ich wollte jetzt bloß ein halbes Ei damit bekleben. Dann ist hier immer so eine, ja, so ein Teil, wo die entweder zusammengesetzt worden sind. Jedenfalls ist hier so eine ganz zarte Linie zu sehen. Da habe ich ein bisschen oberhalb angefangen, die draufzusetzen, damit ich bloß zwei Reihen von den Blättern brauche. Und dann habe ich mal durchgezählt, brauche ich ungefähr 12 von diesen Blättern, um das halbe Ei hier zu bekleben. Die Eier sind jetzt auch bloß 5 cm groß gewesen. Also ich habe relativ kleine Eier ausgewählt, damit man nicht so viel Material braucht. Und durch die Blätter, die man ansetzt, werden die Eier ja auch wieder noch größer oder wirken dann größer. Und dann, das geht dann ganz schnell, wenn man so weit vorher gearbeitet hat, geht ruckzuck, das eben mal ringsrum zu kleben. Das kann man sich dann noch ein bisschen zurechtschieben, dass das alles ein bisschen passt. Und dann hat man schon das erste Ei fertig. Und eine jetzt Eiblüte. Kann man, eine Eiblüte, ja. Und so kann man das jetzt entweder auf den Spieß stecken, aber ich habe mir gedacht, ich stelle die einfach so rum hin zum Trocknen, damit die Modelliermasse erstmal trocknen kann. Und da kann ich mir jetzt erstmal meine Eier fertig machen. So viel, wie du brauchst. So viel, wie man haben möchte, wie man sich ausdenkt, ja. Und wenn ihr dann jetzt so viele Eier fertig habt, wie ihr möchtet, muss das natürlich erstmal trocknen. Aber ich habe mir gedacht, hier unten das so nackig lassen wollte ich jetzt nicht, auch wenn da noch Farbe dran kommt. Ich habe jetzt hier noch so verschiedene Modellierpasten oder Strukturpasten. Ja, nimmt man jetzt eine Strukturpaste oder eine Modellierpaste? Ich nehme einfach bloß eine Modellierpaste. Da ist dann nicht extra noch ein feiner Sand oder sowas drin, um eine Struktur zu haben. Die Struktur mache ich mir selber mit dieser Paste. Die ist jetzt hier von Viva Decor, aber da gibt es ganz viele verschiedene Sorten. Jeder hat so seine Sache, mit der er arbeitet. Ich habe jetzt hier Artline Modellierpaste und da mache ich jetzt auf diese Eier noch ein bisschen Struktur. Bloß so ein bisschen, dass hier unten noch so aussieht, als ob da noch was kommen könnte oder noch was ist. Dass das nicht ganz so nackig ist. So, und dann können die in Ruhe trocknen. Das ist eine Idee. Ja, ist jetzt nicht so ganz glatt denn, sondern ein bisschen Struktur. Die Struktur kann man ja beeinflussen mit dem Spachtel hier, wie man das haben möchte. Ist halt nur, dass es nicht ganz glatt ist. Nach ca. 24 Stunden sollte die Modelliermasse mit, oder von den Blättern dann hier langsam getrocknet sein. Die andere Modelliermasse ist viel schneller trocken, haben wir festgestellt. Und jetzt kann man damit Farbe beigehen. Ihr könnt euch Farben aussuchen, wie ihr haben möchtet. Acrylfarben gibt es ja von verschiedenen Herstellern in verschiedenen Varianten. Ihr könnt euch pastellige Farbtöne zusammenmischen, so wie ich das hier jetzt gemacht habe, aus einem Fliederton einfach ein bisschen weiß rein. Dann wird es pastelliger. Es gibt von PentArt solche Softfarben, die sind schon ein bisschen, ja, heller. Dann gibt es Kreidefarben, die ihr aussuchen könnt. Also ihr könnt auch richtig grelle Farben nehmen. Das ist jetzt ganz euch überlassen, mit welchen Farben ihr dabei geht, so wie ihr die Eier haben möchtet. Ich habe mir da auch verschiedene Farbtöne ausgesucht, seht ihr da schon. Und dann wird das Ei einfach damit vollflächig angemalt. Schön aufpassen, dass ihr überall alle Ritzen und sowas trefft. Dass da kein Weiß oder so mehr durchguckt. Und
Ja, und dann geht der nächste Schritt. Hier seht ihr dann jetzt mal die Farbtöne, die ich mir ausgesucht habe für meinen Osterstrauß. Ihr könnt natürlich ganz viele Eier davon machen. Mir reichen 7, weil ich nicht so einen Riesenstrauß habe. Und ich habe das jetzt ein bisschen mit dem Föhn angeföhnt, damit es schneller trocknet, obwohl die Farbe schon so relativ schnell trocknet. Und jetzt will ich das Ganze ein bisschen altern lassen und gehe da mit einer weißen Farbe, mit einer weißen Acrylfarbe drauf, aber nur ganz wenig, immer auf dem Pinsel, immer schön vorher abstreifen. Dass jetzt nur die erhabenen Stellen so ein bisschen weiß abbekommen. Deswegen hatte ich hier oben jetzt ein bisschen mit Struktur gearbeitet. So, und das wird jetzt auch wieder mit allen Eiern gemacht, damit die so ein bisschen älter aussehen. Nur ganz leicht angehaucht weiß. Nur ganz leicht anhauchen, ganz wenig Farbe immer auf den Pinsel nehmen. Muss auch erstmal ein bisschen geübt werden. Und jetzt kommt dann noch wieder so ein kleines Highlight auf die Eier drauf. Inka Gold, sage ich ja immer, das reißt dann die ganze Sache nochmal richtig raus. Das ist so eine schöne, cremige, metallische Paste. Da macht man aber auch nur ganz, ganz wenig an so einen, wenn es geht, alten, trockenen Pinsel. Aus der Dose rausnehmen, mit dem Spachtel rausnehmen, damit man da nicht immer reingrabbelt. Nach Möglichkeit die Dose dann auch wieder zumachen, damit es nicht so schnell austrocknet. Aber ich brauche jetzt, glaube ich, nicht so lange. Und dann wird jetzt hier noch Silber drüber gezogen. Gibt den letzten Schliff. Gibt dann immer so einen letzten Schliff, dann werden die Eier so schön metallisch glänzend noch. Ich finde es immer wieder schön mit Inka Gold. Das ist einfach die Farbe im Moment, die mich wirklich fasziniert. Sieht aus wie lauter Blütenknospen jetzt. Ja, so, jetzt musst du auch erstmal wieder kurz antrocknen. Ich mache jetzt erstmal alle Eier so. So, und nach ein paar Minuten ist dann dieses Wachs schon getrocknet. Also es trocknet eigentlich theoretisch schon beim Auftragen. Dann nimmt man sich noch so einen weichen Lappen. Ich habe jetzt hier immer so einen Mikrofaserlappen. Und dann wischt man da so ein bisschen drüber, poliert die ganze Sache und dann wird es richtig schön metallisch glänzend. Ich weiß nicht, ob man das immer so einfangen kann. Na klar. Sieht richtig cool aus. Muss dann jetzt natürlich auch wieder mit allen Eiern gemacht werden. Jetzt sind sie ja mittlerweile auch schon richtig trocken, jetzt kann man sie richtig anfassen. Aber nach Möglichkeit immer in eine Richtung, so wie die Blätter laufen, putzen. Nicht, dass er so jetzt die Blätter da noch abbricht im letzten Moment. Wäre natürlich schade. Ansonsten geht das alles schön zu polieren. So, und ganz zum Schluss machen wir uns dann noch Bänder dran. Da könnt ihr euch jetzt auch wieder aussuchen, was ihr nehmen wollt. Ob ein ganz normales, einfaches Band oder solche Deko-Schleifenbänder hier. Muss man da jetzt irgendwie festkleben. Kostet mich schon die ganze Zeit ein bisschen Nerven hier, weil das einfach nicht richtig halten will. Weil ich reiß die immer wieder mit raus. Aber irgendwann halten sie dann doch mal. Komisch, komisch, aber ist so. 2000 Jahre später. Ja, und dann halten sie. Irgendwann habe ich mir dann angewöhnt, erst die Bänder da reinzustecken. In das Loch, was ja schon gewesen ist, durch diesen Stab, den wir da hatten. Und dann erst den Heißkleber ranzumachen. Und damit hier oben noch ein bisschen mehr Halt kommt, nicht nur als Deko, sondern auch damit es noch ein bisschen mehr Halt kriegt, kommen jetzt hier noch ein paar Blümchen mit dran. Da macht man ja dann auch wieder Heißkleber ran. Und so wird die ganze Sache dann noch ein bisschen verstärkt. Und man hat gleichzeitig eine ganz tolle Deko. Also diese Blümchen sind wirklich edel. Da muss ich mir unbedingt noch ein paar von besorgen. Und dann hat man wunderschöne Eier mit Blättern. Ich habe jetzt hier noch so ganz mini. Blüteneier. Blüten, Blätter. Sieht doch edel aus. Und jetzt machen wir die gleich erstmal einen Strauß. Und jetzt haben dann sogar wir endlich unseren Osterstrauß fertig. Die anderen Sachen sind auf wundersame Weise immer wieder aus unserem Haus geflattert. Freunde und Bekannte haben sich alle Sachen mitgenommen, die wir in letzter Zeit so gemacht haben. Aber die bleiben jetzt hier stehen. Jetzt lassen wir keinen mehr in unsere Bude. Bleibt jetzt unser Strauß. Das sind wirklich wunderschöne Eier. Gehen ganz einfach zu machen, wenn man weiß wie. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.